So, meine Freunde, und willkommen zu Super Mario 3D World. Ja, ich habe den Namen auswendig gelernt. Ich habe die ganze Nacht dafür gebraucht. Und ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. Und ich hoffe, ich habe mir jetzt nichts zum Affen gemacht in den letzten Parts, weil ich den Namen nicht wusste. Obwohl, ich wusste ihn ja schon. Ich brauchte nur so eine kleine Lesehilfe. Ne? Also, ich habe hier heute eine andere Lesehilfe. Die heißt Größe M, 20,50 Euro. Ja, das ist hier so ein Zettel, wo... Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall, bevor ich mich noch heftiger blamiere, was ich auf jeden Fall machen werde, gehen wir in dieses Level. Zieh auf den Pustegipfel. Sollen wir da einziehen oder was? Na, gucken wir mal, ne? Mit Luigi immer noch. Warum mit Luigi? Weiß ich. Ja, mit dem Luigi. Luigi Time is very good. Was ist das denn für ein Level? Whoops! Mega Salto. Warum ich Luigi nehme? Keine Ahnung. Ich habe ihn im letzten Part gar nicht so richtig benutzt, meiner Ansicht nach. Ja, ich benutze Luigi richtig. Und deswegen nehme ich ihn einfach nochmal, habe ich mir gedacht. Und beiß mich nicht, sonst beiß ich zurück. Böse Pflanze, du ey. Deswegen, also, ich hoffe, wir haben nochmal heute ein bisschen Spaß. Das Level sieht ja ziemlich geil aus, so. Tipp-Action. Oder wie das da hochgeht, diese ganzen Blöcke, ne? Hoch und runter. Hoch und runter. Und rein und raus. Und rein und raus. Nix perverses denken, meine Freunde. Das darf nur ich. Das darf nur ich. Ja, wir nehmen uns hier ein bisschen Geld mit. Warum? Weil wir ein geldgeiler YouTuber sind. Das ist natürlich ganz normal für YouTuber, ne? Weil wir alle Geld wollen. Wir wollen nur Geld. Wir uns sind unsere Zuschauer scheißegal. Nur Geld. Denke, dass nichts Falsches. Also, ich bin nicht so. Nein! Oh, bleib mal oben da. Bleib mal steif, du Block da. Was ist das denn für ein Viech? Was ist das denn? Oh, ist der süß. So ein Frosch. Oh, er ist tot. Was ist das denn? Ist das ein Gelee-Gumba? Ein Gelee-Gumba. Bams. Die sehen ja sweet aus. Dieses Level gefällt mir, das Prinzip so. Rauftippen und dann wird alles größer. Wird das, passiert das bei mir auch? Nee, bei mir wird nichts größer. So ein Scheiß. Mann. Muss das irgendwie anders funktionieren? Pusteblume. Ich meine Feuerblume. Fire Attack, das sind keine Goombas, oder? Was passiert, wenn ich da runterspringe? Bin ich dann tot? Weiß ich nicht. Mal gucken. Naja, ich glaube, ich will es gleich ausprobieren. Hier ist wohl nichts mehr. Okay, die Musik ist auch ziemlich beruhigend, oder? Die ist echt geil, die Musik. Also, ich habe die gerade ein bisschen wirken lassen und... Die ist echt so beruhigend. Ey, kann ich Tipps wieder? Tippen, 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 tippen. Sie spielt Keyboard. Hey! Hat nichts gebracht, ne? Ich weiß. Nein, ich wollte den hier, den hier und den da. Und den da, genau. Ja, achso, die ziehen doch wieder ein. Deswegen, deswegen einziehen! Luigi, zieh! Boah, mega krasser Jump, ey. Wah! Komm schon, das kriegst du... Oh, Luigi, du bist ein Failer. Du bist kein Sailor Moon, du bist ein Failer Moon. Ja, ein Failer Moon, das ist auch... Ich muss den jetzt aktivieren. Das muss ich hier Wandsprung und da Wandsprung und dann... Boah, da oben ist Green Star. Schnell! Nein! Nein! Oh Gott. Ich bin so dämlich. Aber auch nur heute. Also nur montags. Ich glaube, der Part kommt mittwochs online, ne? Ja, das ist ja voll zeitgleich, ey. Ich nehme mal hier wirklich was voll auf, ey. Ich bin richtiger zeitpassender YouTuber geworden, ey. Ich nehme dann auf, wenn die Parts... Nein, nein, nein! Ich bin gut. Nein, ich bin scheiße! Oh Mann. Was mache ich da? Das ist der Vorführeffekt. Ich komme gerade von der Arbeit, meine Freunde. Gerade was gegessen, geduscht und dann... Ja, gleich schon in den Aufnahmen hier gesessen, ey. Das ist nochmal unpassend für mich, weil... Ich nehme normalerweise erst am Abend auf, meistens. Oh, super, diesmal geschafft. Nein! An diese Starcoin setze ich 5 Jahre dran, ne? Und am Ende werde ich eh sterben, ich sehe das. Den hier, so. Und rüber, und drüber, und... Sprung! Warum spiele ich... Warum mache ich eigentlich eine Facecam, wenn ich hier drauf spiele? Wie doof ist das? Keine Ahnung warum, ey. Aber ich habe das... Ich bin noch ein bisschen dämlich, ne? Ja. Ich habe das jetzt nur gemacht wegen dem Touch-Ding, ey, weil dann kann ich sofort agieren und gucken, wo ich bin, ey. Wow, ich habe keine Feuerblume. Ich wollte gerade die ganze Zeit schießen, aber ich habe gar keine Blume mehr gehabt. Oh Gott, das fängt ja failig an. Und Portemonnaie! Ich habe ihn gar nicht getroffen, oder was? Brrrt. Doch, tot. Money, money, money. Und hier war ja das Geld, das haben wir jetzt auch erfahren. Und da war auch die Blume. So, und jetzt gehen wir ganz schnell weg und wir wissen jetzt ja, wie das funktioniert. Einmal zack, zack, zack. Und jetzt haben wir eine bessere Ansicht gleich. Habe ich mich irgendwie verdrückt vorhin? Also kann man ja viel besser das machen. Und ich gucke schon wieder da unten hin, ne? Es tut mir leid, Leute, falls... Oh ne, das war jetzt doof. Der muss weg!
Oh Gott, das war knapp. Ich hab's auch geschafft. Hier kann man nämlich die Steuerung verändern. Das habe ich auch gerade eben erst so rausgekriegt. Finde ich ziemlich geil. Habe ich gar nicht benutzt. Und das da unten ist, hier ist doch irgendwas. Locker easy, oder? Nichts? Ne, hier ist echt nichts. Okay, dann ist hier eben nichts. Hier müssen wir Blummer pusten, beziehungsweise blasen. Oh ja, das kann der Zero. No homo. Wunderbar. Ich finde das sehr schön, dieses Game. Also man sollte es auf jeden Fall mit dem Gamepad auch spielen. Weil es unterstützt dieses Spiel einfach zu sehr, dieses Gamepad. Man kann damit schön interagieren. Deswegen, das gefällt mir sehr. Gerade diese Pustepassagen. Die kann man wegpusten. Oh, ich habe sie weggepustet. Oh yeah, Pustekuchen. Ist ja geil. Sieht in der Facecam so falsch aus. Hä, wie funktioniert das jetzt? Nein! Hilfe. Was ist das denn hier? Ist hier oben irgendwas? Hallo? Ach doch, man. Ach so, sprechen! Sieht man Blöcke. Hilfe, ist das. Das ist echt gefährlich. Das Level macht echt Spaß, ey. Auch wieder was Neues. Pustekuchen! Genau. Und Wolke! Und oben sind wir im. Oh, so richtig schöner Nachthimmel. Und Star Express! Oh yeah, diesmal mit Luigi! Yep, so ist das. Und er macht die komischen Space Goombas kaputt. Warum? Walla, 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 wallas kann. Star Coin Number 2. Es heißt immer noch Green Star, diese Zero. Gibt ich. Für jeden Green Star, beziehungsweise wo ich Star Coin sage, da gebe ich mir eine Schelle noch, ey. Nein, das lasse ich lieber. Das wie bei. Welchem Projekt habe ich das überhaupt gemacht, ey? Ich habe immer noch kein Schellenvideo gemacht, weil ich zu faul dafür war. Oder weil ich es mir nicht antun wollte. Ich wollte meine zarte Haut nicht beschmutzen mit meinen Schellen. Ja, deswegen habe ich es gelassen. Nein, ich habe gar keine zarte Haut. Das ist raue, böse, barthaarige Haut. Barthaarig, genau. Barthaarig. Zero, du hast es voll drauf, ey. Du hast den Plan, man. Okay, ich sollte wieder die Ansicht switchen, so kann ich wenigstens sehen. Ey, wo hast du mich da getroffen? Wo? Oh, scheiße, ist die Plattform wieder weg, ne? Ja, aber dann. So kreddelig. Dann mach ich hier rauf und. Lalalalalala! Zack. 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 Ganz vorsichtig. Wo ist die Starcoin? Das Level hätte ruhig so ein bisschen Galaxy-mäßiger sein können. Den Stempel haben wir auch nicht. Wow! Mein Herz. Ganz ruhig bleiben, Zero, ne? Also, warum rede ich eigentlich von mir in einer dritten Person? Vielleicht gefällt euch das ja. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Was sagt der Timer? Gut in der Zeit. Locker easy, meine Friends. Locker easy. Schaffen wir noch locker die nächsten Levels hier. So, wir haben jetzt einen Green Star verpasst. Ey. Ich hoffe, wir könnten mir das. Oh. Eine Röhre. Ja, da guckst du doof in die Röhre, wa? Na egal, wir machen jetzt weiter. Ganz chillig. Was ist das denn hier? Oh, ist das eine Maus? Oh, ist das süß. Und ein Hamster ist das. Über die Kullerhügel. Sweet, ey. Sweet. Ja, wieder so ein Level, so ein 3D-Level. Die kann ich auch wieder drehen. Das ist am Rad, dass die Seiten an sich drehen, das finde ich cool. Was ist das denn für ein Mario-Knopf? Was macht der? Will ich dann zu Mario? Hä, was ist das? Hä? Was ist das für ein Knopf? Okay. Vielleicht kann ich auch nur mit Mario benutzen, den Knopf. Kann ja sein. Und ich habe mich mit Absicht getötet, damit ich Mario werden kann. Ne, also hier nicht denken. Zero, der tötet sich immer. Ich wollte Spielerwechsel. Moment, ich probiere es mal ganz kurz. Wir probieren das einfach mal. Wir haben mehr Zeit. Wir haben mehr Zeit, meine Freunde. So, rein das Level. Whoops! Und gucken, wie es funktioniert. So, auf B drücken. Und zwar M zu dem A, zu dem R, zu dem I, O. Das Ra. Nein! Badam! Super, super, duper, duper. Das fängt ja super, Mario. Du hast es echt auf dem Kasten, Alter. Oh, wieder Goldfische. Yeah. So, funktioniert das jetzt mit Mario? Tatsächlich. Und dann kriegt man den Stempel. Das ist ja ein komisches Versteck. Finde ich jetzt voll doof eigentlich. Ich habe mir lieber so ein Versteck gewünscht, wo man das suchen muss. Ganz ehrlich. Hey, wenn Nintendo meint, nein, wir machen einen Mario-Knopf, dann kriegen wir einen Mario-Knopf. Und jetzt nervt mich. Ich hasse diese verdammte Free-D-Ansicht. So, da sind Mäuse. Sweet. So, jetzt werde ich dir die Rübe polieren, mein Freund. Bams, Alter, was willst du tun?
Ich brauche meine Katze mal wieder. Wo ist meine Katze? Was ist das denn für ein Knopf? Katze! Töte die Hamster! Oder Mäuse. Nom, 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 nom. Laufband-Action, genau. Wir trainieren hier unsere... Oh, sogar Pfotenabdrücke macht das. Sweet. Oh, voll gut, ey. Überall Pfotenabdrücke. Oh, ein Hinweis. Wo? Oh, wer diese Sendung noch kennt, ne? Der ist echt... Der hat gelitten. Ich hab die Sendung gehasst, ey. Blues Clues. So schrecklich. Was ist da hinten? Dann kommen wir da hoch. Ja, da kommen wir echt hoch. Ist irgendwas? Hallo! Nur hier sind keine Knöpfe. Okay, dann war das voll unnötig. Okay, dann war das unnötig. Ist hier irgendwas? Machen wir ein paar Geldmünzen, aber sonst auch nichts. Hier oben, der ist der Greenstar. Wunderbar! Woo! Da oben ist auch noch irgendwas. Hier drinnen vielleicht. Da ist hier so ein Secret. Ne, hier kann man einfach darauf klettern wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, dann haben wir hier nichts. Ist hier irgendwas? Oh. Oh. Okay, da kann man auch so darauf. Finde ich cool. Was bringt dieser Boden hier? Gar nichts. Okay, dann bringt er nichts. Finde ich auch ganz gut. Ist hier irgendwas? Nur eine Glocke! Whoops! Jawohl! Hamster! Nom 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 nom! Das sind eher Mäuse, glaube ich. Oh Mann, ich hasse Mäuse. Obwohl Mäuse sind eigentlich voll sweet, ey, aber irgendwie mag ich sie auch nicht, wenn sie mir irgendwie beim Zelten oder sowas da ins Zelt kriechen und. Mag ich überhaupt nicht gerne. Also Ratten und Mäuse beim Zelten irgendwie unter der Bettdecke da oder unter dem Schlafsack. Nächster Mal, kann man hier runterklettern? Geil, da ist ein Secret unter gewesen. Hier auch? Nee, kann ich auch runter, oder? Nee, konnte ich nicht. Hier aber. Ups. Ich finde solche großen Level viel geiler als solche kleinen. Wow! Wo man immer nur dahin geht, wo man hin muss. Also wo ist das Ziel so... Baseball! Yeah! Und viele haben auch Kommentare geschrieben, dass man in die Koopa-Panzer reingehen kann. Sehr, bin ich sehr gespannt drauf, wie das funktionieren wird. Voll sweet, ey. Wie der runterlauf, Slalom lauf so, ey. Whee! Wir haben 300 Sekunden Zeit, Leute. Also wirklich, ey, da brauchen wir uns hier. Da können wir jetzt ruhig Zeit nehmen, würde ich sagen. Ne? Können wir auch diese komischen Mini-Gelee-Koopa hier angreifen. Die greifen mich, wir haben einen Supersprung. Zack, genau, Supersprung. Bams, Alter. Und miau! Mein Mittagessen ist gerettet. Beziehungsweise ist gefangen. Miau, 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 miau. Und miau, 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 miau. Und eine Katze, 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 Katze. Meine. Moment, da ist bestimmt ein Secret hinter der hier. Kann ich mir vorstellen. Oder? Hier ist bestimmt ein Secret. 100%ig. Okay, man kann es gar nicht kaputt machen. Okay, dann habe ich mich wohl getäuscht. Der Secret Finder Number One kann sich auch mal täuschen, ne? Also, das kann auch mal passieren. Ich guck viel zu wenig in die Cam rein, ey. Es fällt mir gerade auf. Soll ich die vielleicht anders platzieren oder finde ich das so gut? Ich fand eigentlich so gut, weil von der Seite finde ich besser als ganz von vorne. Von ganz von vorne finde ich das ein bisschen Stalker-like. Also. Nee, lass mal. Das will ich nicht. Ich will keinen Augenkontakt mit euch haben. Am Ende verliebt ihr euch noch in mich, ne? Und dann. Da kann man sein, da kann man sein. Ne, kann auch nichts sein, okay. Und ja, das wollen wir natürlich nicht, ne? So, oh, 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 wir haben die Hälfte, wir haben die Hälfte und... Moment. Tatsächlich! Wie geil! Geht beiseite! Super Mario ist hier! Geht weg! Respektiert meine Autorität, ihr kleine Gumbas, 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 Gumba, 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 hallo, Gumba, Gumba, voll geil, ey. Geschirm, so. Zero der Schreihals, wenn er die Parts. Hast du mich gehört? Ist voll weggeflogen. Stille gestanden! Oh, ist voll sweet, ey. Ich fand das voll putzig. Hier kann man auch rein, aber ich kann gar nicht rein, glaube ich. Oder? Bin ich da rein? Bin ich da rein? Ich muss erstmal hier oben gucken. Hier ist bestimmt ein Secret. Oder auch nicht. Hätte ich gesagt, hier ist ein Secret, ganz ehrlich. Nur hier ist gar nichts. Okay. Na, das Level ist noch lange nicht vorbei, wie es aussieht. Aber hier haben wir auch noch eine Passage. Bams! Aber wie findet ihr das Spiel zurzeit? Also, viele haben es abgefallen, haben sie mir in die Kommis geschrieben. Okay, noch 99 Sekunden. Wir sollten Zeit. Wir sollten ein bisschen Gas geben. Oh nein, ich hab ihn noch weggepustet, den Kleiner. Sorry, Dude. Hier ist doch bestimmt was, oder? So hochklettern wahrscheinlich, oder? Hier vielleicht? Nee, hier ist gar nichts. Okay. Dann beeilen wir uns mal. Bei 70 Sekunden sind es wirklich nicht mehr...
lange. Wupp in die Röhre. Okay, jetzt geht's unten weiter. Rutschen! Woo! Boom! Bams! So, du hast gedacht, du überlebst, war, aber du stirbst, mein Freund. Du stirbst einfach. Hier ist gar nichts, okay. Nein, der Koopa hat mich getötet! Damn it. Das ist kein Koopa, das ist immer noch ein hässlicher Mushroom. Die haben Stacheln, die Igel. Oder sind das jetzt Igel oder sind das Hamster? Weiß nicht, ich kenne nur einen Hamster, der heißt Hamtaro. Hamtaro war immer voll cool. Geld! Nice one. Auf runter. 20 Sekunden noch, schaffe ich das? Weiß ich nicht. Hier sind die Igel. Schaffe ich locker easy nicht mehr, oder? Ja. Wir laufen das Level einfach zurück. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ich laufe die Rutsche rückwärts hoch. Ich bin wieder raus hier. Und gestorben. Badams. Hätte ja klappen können, ne? Aber leider, leider Gottes wollte es nicht. Egal, wir machen hier ganz chillig weiter. Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Unsere Freunde sind wieder da und werden alle sterben, weil sie keinen Schock haben gegen uns. Und die Hamster sind voll süß. Springen die Hamster mit mir mit, so, oder? Nee, die springen einfach, wenn sie wollen. Okay, Hamsters. Oh, die machen voll quietsche Geräusche, so. Quiet, quiet. Quiet, quiet. Quiet. Geh weg. Sitz. Genau, sitzt da sich hin. Und wir gehen jetzt weiter, meine Freunde. Ich habe genug gespielt mit den Goombas. Goombas. Und wir machen weiter. Whoops. Und zwar mit Kamario. Katze. Ich mag die Katze voll, ey. Miau, miau. Miau, miau. So, und umgeboxt. Hast du keine Chance wegen, wa? Nee, hast du nicht, weil ich der Beste bin. Bams, 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 bams. Und boom, boom. Und Cat, Cat. Miau, miau. Voll süße. Ich mag die Katze immer noch voll, ey. Wie findet ihr das Katzen-Item eigentlich? Ich habe euch, glaube ich, schon im ersten Part gefragt, aber ich will es jetzt nur mal gerne nochmal wissen. Warum? Weil ich es kann. Bam. Hier ist eine Röhre. Wir gucken mal ganz kurz rein, was da drin ist. Vielleicht ist da ein Secret Exit drin auch. Was denn? Alle Bodenplatten berühren? Was passiert dann? Haben wir einen Regenbogen? Okay. Geil. Ist Musik oder was? Bams. Booms, booms, boom, 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 Baseball, boom! Gibt's ja den neuen Link Between Worlds auch einen Baseballplatz, wo man so Baseball spielen kann? Fand ich ziemlich strange erstmal, als ich es gespielt habe. Aber dann irgendwie auch wieder cool, weil, keine Ahnung, Link Between Worlds wird auf jeden Fall auch noch kommen. Vielleicht sogar hier nach, wenn ihr Bock habt. Also schreibt uns mal in die Kommis. Link Between Worlds! Geht das da runter oder ist das hier so geheim gegangen? Oh Gott! Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da geht's nicht weiter. Und hier ist der letzte Green Star. Huh. Knappe Kiste. Ist hier irgendwas oben? Nö. Okay. Nice Scheiße. Geiles Level auf jeden Fall. Das fand ich ganz gut, weil es hatte Abwechslung. Es hatte dieses geile Pilz. Geile Fußpilz hat es. Nee, es hatte diese geile Overworld. Dann diese Höhlenpassage. Zwar nur kurz, aber... Sie war kurz, aber geil, muss man sagen. Und deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Level. Und ja, war geil. Ganz ohne Witz. Es war wirklich atemberaubend geil. Und miau. Oder wie es auch immer geht. Ich weiß nicht, wie die Pose ist. Aber auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, meine Freunde. Und machen wir schon Schluss? Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube mal, der Part ist schon lang genug. Diesmal ein kürzerer Part. 20 Minuten muss auch mal reichen, würde ich sagen. Und wir gucken uns mal kurz das neue Level an, würde ich mal sagen. Und dann war es auch für heute. Es tut mir zwar leid. Aber hey. Es gibt auch mal kürzere Level von mir, ne? Mhm. Den Giant Goomba, den machen wir noch kaputt. Warum? Weil wir es können. Weil der Giant... Glücksspiel! Glücksspiel kann süchtig machen! Glücksspiel kann süchtig machen! Glücksspiel kann süchtig machen! Yes! Das Speichern geben wir auf den Sack. Glücksspiel! Glücksspiel! Wir wollen Glücksspiel! Jetzt passt mal auf, jetzt kommt der Zero mit seinem Zockergehen. Springe in die Blöcke und drei identische Bilder aneinander. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 777 Münzen erhalten. Ja. Okay, ganz easy peasy, lemon squeezy. 1, 2, 3, 4. Bams, Alter, 200. Woo! Wer ist der Beste? Ich bin der Beste. Wer ist der Beste? Ja, wer ist der Beste? Knuddel mit mir, knuddel mit mir. Ja, miau. Ich hab gewonnen. Ich bin der Beste. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, wir machen noch eben den Goomba, oder? Naja, wir machen hier erstmal Schluss. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Freunde. Ich hoffe, der Part ist trotzdem irgendwie gefallen.
Und ja, schreibt eure Meinung zu Level in die Kommis und dann werden wir uns nächstes Mal wiedersehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Zero.